Hallo, liebes Publikum. Ich begrüße alle Kinder und alle großen Kinder. Ich lese euch heute die Geschichte von den Gebrüdern Grimm, die Bremer Stadtmusikanten. Es hatte ein Mann einen Esel, der ihm schon lange Jahre treu gedient hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, so dass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da wollte ihn der Herr aus dem Futter schaffen, aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, dachte er, kannst du ja Stadtmusikant werden. Als er ein Weilchen fortgegangen war, fand er einen Jagdhund auf dem Wege liegen, der jappte wie einer, der sich müde gelaufen hat. »Nun, was jappst du so, Packan?« fragte der Esel. »Ach«, sagte der Hund, »weil ich alt bin und jeden Tag schwächer werde, auch auf der Jagd nicht mehr fort kann, hat mich mein Herr wollen totschlagen. Da hab ich Reis ausgenommen. Wow! Aber womit soll ich nun mein Brot verdienen?« »Weißt du, sprach der Esel, ich gehe nach Bremen, dort Stadtmusikant zu werden. Geh mit und lass dich auch bei der Musik annehmen. Ich spiele die Laute, und du schlägst die Pauken.« Der Hund war's zufrieden und sie gingen weiter. Es dauerte nicht lange, so saß da eine Katze an dem Weg und machte ein Gesicht wie 3 Tage Regenwetter. »Nun, was ist dir in die Quere gekommen, alter Bartputzer?« sprach der Esel. »Wer kann da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht?« antwortete die Katze. »Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden, miau, und ich lieber hinter dem Ofen sitze und spinne, als nach den Mäusen herumjage, hat mich meine Frau ersäufen wollen, miau. Ich habe mich zwar noch fortgemacht, aber nun ist guter Rat teuer, miau. Wo soll ich hin? Geh mit uns nach Bremen. Du verstehst dich doch auf die Nachtmusik. Ja, da kannst du ein Stadtmusikant werden.« Die Katze hielt es für gut und ging mit. Darauf kamen die 3 Landesflüchtigen an einem Hof vorbei. Da saß auf dem Tor der Haushahn und schrie aus Leibeskräften. »Du schreist einem durch Mark und Bein, sprach der Esel. »Was hast du vor?« »Da hab ich gut Wetter prophezeit«, sprach der Hahn, »aber weil morgen zum Sonntag Gäste kommen, so hat die Hausfrau doch kein Erbarmen und hat der Köchin gesagt, sie wollte mich morgen in der Suppe essen, kikeriki, und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solang ich noch kann, kikeriki.« »Ei was, du Rotkopf«, sagte der Esel. »Zieh lieber mit uns fort. Wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall. Du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.« Der Hahn ließ sich den Vorschlag gefallen, und sie gingen alle 4 zusammen fort. Sie konnten aber die Stadt Bremen in einem Tag nicht erreichen und kamen abends in einen Wald, wo sie übernachten wollten. Der Esel und der Hund legten sich unter einen großen Baum, die Katze und der Hahn machten sich hinauf. Der Hahn aber flog bis in die Spitze, wo es am sichersten für ihn war. Ehe er einschlief, sah er sich noch einmal nach allen 4 Winden um. Da deuchte ihn, er sähe in der Ferne ein Fünkchen brennen und rief seinen Gesellen zu, es müsste nicht gar weit ein Haus sein, denn es scheine ein Licht. Sprach der Esel, »so müssen wir uns aufmachen, und noch hingehen, denn hier ist die Herberge schlecht, Und der Hund sagte, »ja, ein paar Knochen und etwas Fleisch daran täten mir auch gut.« Nun machten sie sich auf den Weg nach der Gegend, wo das Licht war, und sahen es bald heller schimmern. Und es ward immer größer, bis sie vor ein hell erleuchtetes Räuberhaus kamen. Der Esel, als der Größte, machte sich ans Fenster und schaute hinein. »Was siehst du, Kikeriki?
Grauschimmel, fragte der Hahn. Was ich sehe, ja, antwortete der Esel. Einen gedeckten Tisch mit schönem Essen, ja, und Trinken, ja, und Räuber sitzen daran und lassen sich wohl sein. Kikeriki, das wär was für uns, sprach der Hahn. Ja, 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 ach, wären wir da, sagte der Esel. Da ratschlagten die Tiere, wie sie es anfangen müssten, um die Räuber fortzubringen, bis sie endlich ein Mittel fanden. Der Esel musste sich mit den Vorderfüßen auf das Fenster stellen, der Hund auf des Esels Rücken, die Katze auf den Hund klettern und endlich flog der Hahn hinauf und setzte sich der Katze auf den Kopf. Wie das geschehen war, fingen sie insgesamt auf ein Zeichen an, ihre Musik zu machen. Der Esel schrie, ia! Der Hund bellte, wuff, wuff! Die Katze miaute, miau! Und der Hahn krähte, kikeriki! Dann stürzten sie durch das Fenster in die Stube hinein, dass die Scheiben klirrten. Die Räuber fuhren bei dem entsetzlichen Geschrei in die Höhe, meinten nicht anders, als ein Gespenst käme herein und flohen in größter Furcht in den Wald hinaus. Nun setzten sich die vier Gesellen an den Tisch, nahmen mit dem Vorlieb, was übrig geblieben war, und aßen, als wenn sie 4 Wochen hungern sollten. Wie die vier Spielleute fertig waren, löschten sie das Licht aus und suchten sich eine Schlafstätte, jeder nach seiner Natur und Bequemlichkeit. Der Esel legte sich auf den Mist, der Hund hinter die Türe, die Katze auf den Herd bei der warmen Asche und der Hahn setzte sich auf den Hahnenbalken. Und weil sie müde waren von ihrem langen Weg, schliefen sie auch bald ein. Als Mitternacht vorbei war und die Räuber von Weitem sahen, dass kein Licht mehr im Haus brannte, auch alles ruhig schien, sprach der Hauptmann, »Wir hätten uns doch nicht sollen ins Bockshorn jagen lassen«, und hieß einen hingehen und das Haus untersuchen. Der Abgeschickte fand alles still, ging in die Küche ein Licht anzuzünden, und weil er die glühenden, feurigen Augen der Katzen für lebendige Kohlen ansah, hielt er ein Schwefelhölzchen daran, dass es Feuer fangen sollte. Aber die Katze verstand keinen Spaß, sprang ihm ins Gesicht, spie und kratzte. Da erschrak er gewaltig, lief und wollte zur Hintertüre hinaus, aber der Hund, der da lag, sprang auf und biss ihn ins Bein. Und als er über den Hof an dem Miste vorbeirannte, gab ihm der Esel noch einen tüchtigen Schlag mit dem Hinterfuß. Der Hahn aber, der vom Lärmen aus dem Schlaf geweckt und munter geworden war, rief vom Balken herab, Kikeriki! Da lief der Räuber, was er konnte, zu seinem Hauptmann zurück und sprach, ach, in dem Haus sitzt eine greuliche Hexe, die hat mich angefaucht und mit ihren langen Fingern das Gesicht zerkratzt und vor der Türe steht ein Mann mit einem Messer, der hat mich ins Bein gestochen und auf dem Hof liegt ein schwarzes Ungetüm, das hat mit einer Holzkeule auf mich losgeschlagen und oben auf dem Dache, da sitzt der Richter, der rief, bringt mir den Schelm her! Da machte ich, dass ich fortkam. Von nun an getrauten sich die Räuber nicht weiter in das Haus. Den 4 Bremer Musikanten gefiel's aber so wohl darin, dass sie nicht wieder heraus wollten. Und der das zuletzt erzählt hat, dem ist der Mund noch warm. Ich hoffe, euch und Ihnen hat dieses Märchen gefallen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ihr Markus Meyer.